Hallo zusammen, hier ist Kai von Travel Camping Living. Zusammen mit Zottel bin ich heute, naja, nicht groß unterwegs, nur ja, im weiteren Umkreis meines Wohnortes. Aber heute geht es auch nicht darum, die Reise, die ich mache oder auch nicht mache, zu dokumentieren, sondern es geht um ein kleines Zwischenfazit nach über 7777 Kilometern, 4 Monaten Zottel, 4 Monate mehr oder weniger Wintercamping. Frieren oder nicht frieren, tut die Heizung, tut sie nicht, wie läuft das mit der Dieselheizung, wie zufrieden bin ich generell mit dem Fahrzeug, welche Erfahrungen habe ich gemacht und so weiter und so fort. Das erwartet euch heute in meinem Video, also etwas mehr Text vielleicht als sonst, aber möglicherweise doch interessant für den einen oder anderen. Aber als erstes, aufgrund der Tatsache, dass ich die 7777 Kilometer überschritten habe, erstmal ein Schnaps, denn auf Schnapszahlen muss man ja trinken. Oh. Oh. Ja, so fühlt sich das an, wenn man aus einem Schnapsglas Wasser trinkt. Gehört eigentlich verboten. Natürlich trinke ich hier jetzt keinen Alkohol, auch wenn ich jetzt gerade nicht fahre. Aber ich muss hier natürlich nachher noch wegfahren, also war Wasser drin für alle, die sich Sorgen machen. So, jetzt aber zum Thema. Ich werde ab und zu mal hier nach links gucken, da steht mein Laptop, wo ich mir ein paar Notizen gemacht habe. Also nicht wundern, wenn ich immer mal meinen Kopf drehe. Anfangen möchte ich mit der Frage, bin ich zufrieden mit der Wahl meines Fahrzeugs? Ist das das richtige Fahrzeug für mich? Ihr wisst, ich habe nicht gemietet vorher, ich habe mir nur Fahrzeuge angeschaut, auf Messen, bei Händlern und so weiter und so fort. Aber nie gemietet, nie getestet. Das war ein gewisses Risiko. Ist das Risiko aufgegangen? Ich kann das mit einem klaren Ja beantworten. Zottel, mein Camp Scout B von Globcar, ist genau das Fahrzeug, was ich wollte, was ich brauche. Auch jetzt in der Verwendung festgestellt. Es ist perfekt für mich, für meine Ansprüche. Warum? Ich habe zum einen mich entschieden für 6,40 Meter. Ich bin nicht der Kleinste, aber auch nicht der Größte, aber ich wollte Platz. Und mit 6,40 Meter oder 6,30 Meter, wie lang die Schüssel jetzt auch genau ist, habe ich genug Platz hier, um mich zu bewegen, um in meinen Längsbetten zu schlafen, ohne mich permanent irgendwo anzustoßen. Von der Fahrzeuglänge her, vom Fahren her, glaube ich nicht, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen 6 Meter und 6,30 Meter, 6,40 Meter. Das ist, glaube ich, kaum wahrzunehmen. Und ich habe auch jetzt festgestellt, wenn ich unterwegs bin, beim Rangieren, beim Drehen, wenn man sich doch mal verfährt, auch auf engem Raum. Solange man eine Rückfahrkamera hat, ist das alles problemlos machbar. Wenn es mal ganz eng wird, zum Beispiel bei meinem Stellplatz zu Hause, wo ich ein Problem habe mit der Deckenhöhe. Bei der ersten Einfahrt stand da meine Freundin auf der Leiter und hat genau zugeguckt, ob ich wirklich reinpasse von der Höhe her. Das bietet sich natürlich auch bei anderen engen Stellen an, einfach den Beifahrer, wenn einer dabei ist, aussteigen lassen, gucken lassen, ob es klappt. Denn das dauert zwar eine Minute länger dann, aber man verhindert so vielleicht einen teuren Blechschaden. Für mich auch weiterhin die richtige Entscheidung gegen ein Raumbad. Es gibt viele, die das mögen und toll finden. Das ist auch überhaupt kein Problem. Für mich war es eine lange Entscheidung, langes Hin und Her, ob mit Raumbad oder ohne. Ich habe mich letzten Endes gegen ein Raumbad entschieden und für ein richtig festes Bad. Bin weiterhin absolut überzeugt davon. Ich freue mich, dass ich ein Badezimmer habe, bei dem ich wirklich die Tür zumachen kann, wo alles, was im Bad geschieht, auch im Bad bleibt und nicht irgendwo in den restlichen Raum des Fahrzeuges zieht oder spritzt oder was auch immer. Für alle, die sich fragen, wie groß denn mein Bad ist, es ist so groß, ich kann mich hier super bewegen, fühle mich nicht eingeschränkt oder eingeengt. Wer auf der Toilette sitzt, hat auch noch genug Platz nach vorne. Man guckt also relativ entspannt hier durch die Gegend. Waschbecken ist auch in einer guten Position angebracht, kommt man gut hin. Von der Höhe her
Im Normalzustand reicht es für mich gerade, aber ich kann hier noch die Platte rausnehmen unten, die auf der Duschwanne ist, und habe dann nochmal so viele Zentimeter ungefähr mehr. Ich nehme die mal kurz raus. So, wenn die Platte raus ist, habe ich nach oben hin locker Platz, 1,80 Meter groß bin ich und kann mich hier ungehindert in alle Richtungen bewegen. Also Badezimmergröße im Camp Scout B ist eine super Sache, sehr zufrieden, fühle mich hier wohl und halte mich gerne drin auf. Und wem mal richtig saukalt ist, der macht beide Lüftungen auf, stellt die Heizung hoch und hat hier 25 plus x Grad drin. Das Einzige, was mich am Bad stört, nicht übermäßig, aber ja, es nervt ein wenig, ist, die Tür ist breit, aber eben aufgrund dieser Breite geht die Tür nicht ganz auf. Das ist der Maximalwinkel, den es gibt. Gut, das reicht für mich. Ich kann, naja, nicht ganz gerade, ich kann nicht ganz gerade reinlaufen, aber im Krebsgang funktioniert das dann schon. Aber es wäre natürlich schön, würde die Tür ein Stück weiter aufgehen, ganz aufgehen, und man wäre hier nicht so eingeschränkt, weil die Breite der Tür ist vorhanden. Von daher geht das gut, aber der Engpass ist dann einfach hier. Man muss natürlich immer aufpassen, dass man sich hier nicht an der Ecke die Tür kaputt haut oder die Küche. Von daher habe ich da einen kleinen Stopper hingebaut, der eben verhindert, dass irgendwelche Beschädigungen entstehen. Nächstes Thema: Motor, Fahrleistung und Fahrwerk. Ich fahre den 163 PS Motor auf Citroën. Der Motor macht Spaß, sowohl in der Ebene als auch im Berg. Ich war zwar bisher noch nie voll beladen unterwegs. Ich denke, ich hatte immer so ja, 3,2, 3,3 Tonnen dabei. Aber habe an den Bergen meinen Spaß gehabt. Auch Hochzus mit ein bisschen höheren Drehzahlen läuft der Motor sehr gut mit. Man ist keinerlei Verkehrshindernis, sondern schwimmt im Verkehr ohne Probleme mit. Bergab muss man sagen, die Bremswirkung des Motors ist gering bis nicht vorhanden. Selbst wenn man zwei Gänge runterschaltet, man steht doch sehr viel auf der Bremse. Das ist jetzt im Winter nicht ein Problem. Es ist ohnehin kalt, die Bremsen überhitzen da nicht so schnell. Im Sommer muss man da natürlich immer ein Auge drauf halten und je nachdem, wie steil es runtergeht, vielleicht mal eine Pause einlegen oder sehr bewusst fahren und sehr bewusst bremsen. Was mir auch sehr gut gefällt an einem Kastenwagen, ist die schmale Bauweise. Man ist deutlich schmaler als normale Weißwaren-Wohnmobile. Ob einem ein Schneepflug entgegenkommt oder ein Bus auf schmalen Straßen, das macht einem kaum was aus. Geparkt wird, wo es geht, manchmal steht man über, manchmal parkt man einfach rückwärts. Auch vom Verbrauch her kann ich nichts Negatives berichten. Auf den Autobahnen bin ich meistens zwischen 105 und 110 km/h mit Tempomat unterwegs. In der Schweiz geht das recht problemlos, nicht so viel Lkw-Verkehr wie in anderen Ländern. Und ich habe hier einen Verbrauch von 8,5 bis 9 Litern. Auch mal über 9 Liter, wenn ich in die Berge fahre und es sehr stark hoch und runter geht natürlich. Aber so im Groben und Ganzen 8,5 bis 9 Liter, damit bin ich sehr zufrieden. Wobei ich nicht extra langsam fahre, um Sprit zu sparen. Ich denke, das Auto ist eine Investition, das ganze Hobby ist teuer, das ganze Filmequipment kostet Geld. Hier geht es mir nicht ums Geld, sondern einfach ums entspannte Reisen. Rasen oder Schnellfahren kann ich mit meinem Pkw. Zottel habe ich dafür, um entspannt zu reisen. 105 bis 110 km/h ist von der Geräuschkulisse angenehm und somit fahre ich nur mal zum Überholen, wenn man flott an der Lkw-Kolonne vorbei will in Deutschland, schneller. Ansonsten entspanntes Reisen. Das gibt's doch gar nicht. Ich stehe hier und heize, kurzer Exkurs in die Realität jetzt wieder zurück, und heize, habe meine Dieselheizung an und plötzlich springt die Lüftung an und es gibt eine Fehlermeldung. W151H. Okay, was will mir die Heizung jetzt damit sagen? Keine Ahnung. Aber erfreut bin ich darüber nicht. Bisher lief sie reibungslos, ohne Probleme. Super. Und jetzt eine Fehlermeldung. Mann, Mann, Mann.
Naja, zum Glück scheint die Sonne. Es ist zwar nicht warm draußen, aber die Sonne wärmt den Kasten gut. Ich stelle jetzt die Heizung mal aus und werde mich nachher damit beschäftigen. Ein paar Worte noch zum Fahrwerk von Zottel. Ich habe das Heavy-Fahrwerk verbaut, original schon, Abwerk natürlich. Ja, das Fahrwerk ist straff, sicherlich. Was mich nicht weiter stört, es hoppelt vielleicht mal auf der Autobahn ein wenig oder Querfugen werden ein bisschen ja, ungedämpfter weitergegeben. Das macht mir nicht wirklich was aus, also ich plane keinerlei Upgrade beim Fahrwerk. Es ist eher so, dass mir die Härte gefällt. Zum einen habe ich in Kurven kein Wanken oder fühle mich wie auf dem Schiff, wo ich denke, entweder gehe ich gleich unter oder das ganze Ding fällt um. Zum anderen ist gerade bei Passfahrten ist ganz angenehm, wenn das Fahrwerk ein bisschen härter ist. Man kann schön und gut durch die Kurven fahren, ohne ja, Angst haben zu müssen, man fällt hier gleich rechts oder links in den Abgrund. Von daher, Fahrwerk geht in Ordnung für mich. Kurzer Exkurs in die Realität. Ich habe die Heizung ausgestellt, Fehlermeldung ist weg. Okay, ich werde es mal beobachten, aber ich glaube, es hat mit Warmwasser zu tun. Weiter möchte ich noch kurz was zu den Reifen sagen. Ich habe ab Werk die Venco 4 Season von Continental verbaut. Die haben einen sehr guten Eindruck auf mich gemacht, sei es in den Alpenpässen oder auf Stellplätzen bei Schnee. Haben sie mich nicht im Stich gelassen. Bei viel Schnee habe ich dann aber doch lieber auf meine PEWAG Schneeketten zurückgegriffen, die mich Pässe runtergeführt haben oder auch von Stellplätzen runtergeholt haben. Das ist, denke ich, ein Muss, wenn man in den Bergen unterwegs ist. Einfach als Sicherheitsfeature, falls es doch mal etwas wilder zugeht auf den Straßen, was Schnee und Eis angeht. Aber unter normalen Bedingungen haben die Reifen super gut funktioniert, sehr zufrieden. Dennoch bin ich im Überlegen, mir für den nächsten Winter wirkliche Winterreifen zuzulegen. Es gibt einem einfach mehr Sicherheit zum einen. Und zum anderen möchte ich vielleicht auch gerne mal im Winter Richtung Skandinavien, in den echten Winter. Und da ist man natürlich mit Allwetterreifen nicht unbedingt perfekt ausgerüstet. Da sollten es dann schon Winterreifen sein und da will ich auch kein Risiko eingehen. Ich habe als Sonderausstattung noch das Lederlenkrad damals dazu gewählt, als ich bestellt habe. Ja, ist eine Kleinigkeit. Der Aufpreis war keine 200 Euro, glaube ich. Aber es hat sich gelohnt. Man sitzt so viel am Steuer und das Lenkrad fühlt sich sehr angenehm an, weich, deutlich schöner als das Original-Plastiklenkrad. Also die Investition, auch wenn sie klein ist und eigentlich als unbedeutend anzusehen werden kann, hat sich für mich gelohnt. Ich habe das Steuer sehr gerne in der Hand und gebe es ungern aus der Hand. Ein Wort zur Dieselheizung, von der war ich bis gerade eben wirklich begeistert. Dann kam die blöde Fehlermeldung. Ich bin immer noch begeistert, aber auch ein wenig verwundert jetzt über die Fehlermeldung. Die Dieselheizung hat mich bisher sehr gut begleitet in allen Höhenlagen, sei es auf 400 Meter Höhenmeter oder bis hoch auf 2300 Schlag mich tot Meter auf den Julia Pass. Sie hat anstandslos funktioniert. Ich brauchte bisher noch keinerlei Gasflaschen tauschen, weil ich die ja ohnehin nur zum Kochen verwende. Die Dieselheizung arbeitet zuverlässig, ist leicht zu befüllen, man muss einfach tanken. Ich habe die Tagestemperatur hier, wenn ich im Kasten bin, abends ungefähr auf 20, 21 Grad. Das erreicht die Heizung, ohne sich groß anstrengen zu müssen. Von daher kann ich jedem empfehlen, sich für die Dieselheizung zu entscheiden. Geruchsentwicklung in der ersten Aufwärmphase, ja, ist vorhanden. Wenn das Ding aber mal warm gelaufen ist, ist nur noch leichter Dieselgeruch zu vernehmen. Im Fahrzeug gar nicht. Maximal, wenn man gerade das Fenster auf der linken Seite öffnet, wo der Ausstoß der Warmluft ist von der Dieselheizung nach außen hin. Da mag man mal etwas schnuppern. Oder auch einmal hatte ich es, da habe ich das Dachfenster aufgemacht und irgendwie kam der Wind von links und hat dann so einen leichten Dieselgeruch ins Auto geweht. Aber im Winter ist es so, man hat die Türen und Fenster meist eh zu, sodass geruchsmäßig, wenn welcher entsteht, ohnehin keiner reinkommt. Und im Sommer, wenn die Türen und Fenster auf ist, läuft die Dieselheizung nicht. Von daher ist der Geruch für mich vernachlässigbar und die Vorteile überwiegen. Ich brauche keine schweren Gasflaschen, dauernd wechseln.
muss mir keine Gedanken machen, wo ich jetzt als nächstes wieder Gas herkriege. Muss nicht überlegen, ob ich mir einen Gastank einbauen lasse, sondern ich gehe einfach zur nächsten Tankstelle und tanke. Das sind die guten Eigenschaften einer Dieselheizung. Natürlich gibt es auch Nachteile. Der Nachteil ist der deutlich höhere Stromverbrauch. Ich glaube, man geht davon aus, dass die Dieselheizung viermal so viel Strom verbraucht wie eine Gasheizung. Dabei wird der Stromverbrauch dadurch erhöht, dass die Dieselpumpe Strom frisst. Und somit, wer sich für eine Dieselheizung entscheidet, sollte sich sicherlich gleich mal für eine zweite Bordbatterie entscheiden. Habe ich auch gemacht. Solarzellen habe ich auf dem Dach. 200 WP ist sicherlich auch keine schlechte Idee, in diese Richtung zu investieren. Wobei man da im Winter nicht wirklich eine große Ausbeute hat. Also bisher, wenn ich unterwegs war, häufig schlechtes Wetter, da kommt gar nichts rein. Man hat zwei Bordbatterien. Wenn die voll sind, kommt man damit auch ohne zu fahren, ja, 3, maximal 4 Tage über die Runden. Das passt für mich, weil mein Campingprofil eigentlich ist, dass ich selten irgendwo länger als 1 oder 2 Tage stehe bisher. Ich bin eher jemand, der unterwegs ist und von A nach B unterwegs. Stehe nicht im Winter irgendwo eine Woche oder 2 Wochen zum Skifahren oder Snowboarden. Wenn man natürlich auch immer wieder unterwegs ist im Winter, wird durch die Fahrerei die Batterie auch wieder aufgeladen. Selbst wenn dann also kaum Energie durch die Solarpanels reinkommt, ist man auf jeden Fall durch die Fahrerei wieder aufgeladen.